ob mir eine freundliche Seele hilft? Hallo, kannst du mir helfen? Und dann schlossen sich die Werwölfe den Kuh. Professor Weasley? Irgendwo, wo wir unter vier Augen sprechen können. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum, wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden, indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Deke? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Deke, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Wunderbar. Zaubern Sie bitte Ivanesco auf diese Stühle. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Ist das? Herrje, meine alte Schultasche. Ich habe mich immer gewundert, wo sie hin ist. Und dabei war sie die ganze Zeit hier. Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen Sie sich nicht ein bisschen um, bis wir Deke finden? Ja, Professor. Meine Güte, können Sie nicht leiser sein? Einige von uns wollen sich ausruhen. Akio. Akio. Oh,
Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Haltet den Eindringling auf! Nein, nicht! Das ist nicht hilfreich, du wertloser Haufen Blech! Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Was war das? War das ein goldener Schnatz? Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Akio! Incendio! Akio! Akio! Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Sind Sie ja. Warten Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Deke. Wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deke hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deke. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Die kennt sie schon. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Sie haben ihn... Ich wünschte mir ein... Was ich... Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Sie haben sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein... Beschwören? Ja, das Erschaffen... Sehr gut.
Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Man erhält sie auch, indem man Objekte... Allerdings. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium... Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen- oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Deke wird Ihnen bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Ich werde mich an Deke wenden, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen.